Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine kleine Buchvorstellung für euch und zwar erscheint heute am 6.5. das neue Buch von der lieben Nikki Kiso und zwar ist das der dritte Teil der Rock and Love Me Reihe Zacharias und ja, diese Schätze möchte ich euch heute vorstellen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe das Buch vorab als E-Book von der Nikki schon zum Lesen bekommen, deswegen blende ich euch das Cover jetzt hier einfach mal ein, dass ihr es einfach mal sehen könnt. Ich habe mich auf den dritten Teil der Rock and Love Me Reihe schon gefreut. Ich habe auch die ersten beiden Teile der Reihe gelesen. Ich habe sie auch gemocht. Der zweite Teil, Damien, war nicht so hundertprozentig mein Fall mit dem ganzen Drum und Dran, um was es da alles in diesem Buch ging. Das war nicht so 100% meins. Und ja, ich habe mich trotzdem auf Zacharias gefreut, denn die Geschichte wurde in den ersten beiden Teilen natürlich schon mit angeteasert. Und man ist jetzt gespannt gewesen, okay, was ist da mit Zacharias und da. Und ich habe das Buch jetzt gelesen und ich kann nur sagen, dass es wirklich eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte ist, die sich von den ersten beiden Teilen auch wieder abhebt. Ich finde, bei dieser Reihe ist es so, dass jeder Teil anders ist. Der zweite Teil, Damien, war ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen, ein bisschen härter, ein bisschen versauter, ein bisschen gröber, ein bisschen derber in allem. Der erste Teil, der war ein bisschen weicher, der war von den Formulierungen her auch noch ein bisschen jugendlicher. Ich glaube, Nikki hatte damals auch gesagt, sie hatte eigentlich angedacht, die Reihe als Jugendbuchreihe zu schreiben, ist dann aber dann doch quasi mit Damien gewechselt in das Erwachsenengenre und ich finde halt, diesen Unterschied merkt man halt einfach zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Und ich muss sagen, der dritte Teil orientiert sich jetzt wieder, was die Ausdrucksweise und das Ganze betrifft, am ersten, hat aber wie gesagt so ein bisschen seine versauteren Elemente und ein bisschen mehr Erotik natürlich auch, dass es das Ganze auch wieder erwachsener macht. Also ich würde generell sagen, dass ich die Reihe so ab 16 empfehlen würde. Es ist, wie gesagt, keine Reihe mit harter Erotik oder sowas. Nein, aber es sind halt erotische Stellen in dem Buch, weswegen ich persönlich ja immer sage, finde ich, ab 16 ist es okay. Wenn das Kind dann die entsprechende Reife hat, vielleicht doch schon ab 15, aber ja, ist meine persönliche Meinung, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, ich habe den dritten Teil Zacharias jetzt gelesen und ja, was soll ich sagen, ich fand, der dritte Teil war wieder eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte. Das Buch ist ehrlicherweise gesagt kein Buch, was sehr, sehr langlebig ist. Also es ist keine Geschichte, die man lange mitnimmt, dass man jetzt sagt, okay, man liest das Buch über mehrere Wochen oder sowas, sondern es ist wirklich ein Buch, was man sehr, sehr schnell auch lesen kann. Durch diese einfache Ausdrucksweise und diese einfachen Formulierungen kommt man da halt wirklich auch sehr, sehr schnell durch. Was kann ich euch schlussendlich zum dritten Teil zu Zacharias sagen? Ich kann euch sagen, dass ich finde, erstmal im Groben und Ganzen, dass das eine wirklich zuckersüße, niedliche Liebesgeschichte ist. Das ist so eine Geschichte, die man super lesen kann, um abzuschalten, um runterzukommen, um sich einfach mal zu entspannen, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen, um einfach mal nicht nachzudenken. Im dritten Teil in Zacharias geht, wie der Titel des Buches auch es schon sagt, es geht um Zacharias und es geht um Daria. Man lernt die beiden in den ersten beiden Teilen der Reihe schon kennen und man merkt, dass sich zwischen den beiden da so ein bisschen was anbandelt. Und man merkt aber auch in den ersten beiden Teilen schon, dass das Ganze eher von Zacharias Seite ausgeht und nicht so sehr von Darias Seite aus. Das hat seine Gründe. Wenn man Daria kennt, weiß man die auch. Die möchte ich euch an dieser Stelle natürlich nicht verraten, das spoilere ich euch nicht. Aber Daria hat so ihre eigenen kleinen Probleme und ihr eigenes Päckchen zu tragen, wie es ja in den meisten Büchern auch der Fall ist. Schlussendlich geht es in Zacharias eigentlich einfach nur darum, dass Zack, wie er von seinen Freunden genannt wird, einfach gern nur eine Chance bei Daria haben möchte, um sich zu beweisen, um ihr zu zeigen, dass er nicht einfach nur dieser frauenverschleißende Rockstar ist, für den sie ihn hält. Das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht und dafür nimmt Zack einiges auf sich. So viel kann ich euch schon sagen. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt an dieser Stelle auch nicht verraten. Ich finde, ihr solltet die Geschichte selbst entdecken. Ich kann zur Geschichte nur sagen, dass ich die Charaktere mochte. Ich finde, Zack ist ein Vollpfosten. Er ist einfach ein riesengroßer Vollpfosten, der viele Dinge einfach nicht versteht, der viele Dinge einfach nicht raffen tut. Aber er ist ein Vollpfosten mit einem Herz. Und ich finde, er ist ein absolut liebenswerter Vollpfosten. Das habe ich Nikki auch gesagt, dass Zack ein Vollpfosten ist und ja, er ist ein Vollpfosten mit Herz und man tut ihm schon irgendwie lieb gewinnen. Er versucht das halt alles auf seine eigene Art und Weise, die Dinge anzugehen und das geht halt nicht immer so gut aus und ja, man mag ihn aber auch einfach beim Lesen. Dann haben wir auf der anderen Seite, wie gesagt, Daria und Daria ist ein Mensch, die schon viel erlebt hat in ihrem Leben und die dadurch auch bestimmte Ansichten in ihrem Leben vertritt und man kann das alles super gut nachvollziehen. Ich konnte mich super in sie hineinversetzen, ich konnte ihre Ängste und ihre Konflikte auch verstehen. Und ja, ich konnte halt auch verstehen, warum sie Zack nicht eine Chance geben wollte und warum sie immer wieder ihn abgewiesen hat. Und man kann das echt gut nachvollziehen. Und ich kann nur sagen, dass ich die Charaktere auf jeden Fall in diesem Buch wieder mochte. Die anderen Charaktere aus den vorherigen Bänden sind natürlich auch alle
wieder mit einem Gastauftritt vertreten. Also es kommen auch alle wieder mit drin vor. Dann lernt man natürlich neue Charaktere kennen. Und ja, was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Ja, was das Setting betrifft, vom Setting her befinden wir uns hier in Kanada. Im verschneiten Kanada, vielmehr gesagt. Und ich kann nur sagen, dass mir das Setting wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe mir das alles super gut vorstellen können. Gerade bestimmte Dinge, wo die beiden dann waren in der Geschichte, was die beiden zusammen erlebt haben in der Geschichte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann nur zum Setting sagen, das verschneite Kanada ist wunderschön. Und das allein ist eigentlich schon ein Grund, sich dieses Buch mal anzuschauen, weil, wie gesagt, ich finde, Niki hat hier ein ganz, ganz tolles Setting ausgesucht. Und die Geschichte spielt halt im Schnee, im Winter. Und ja, ich mag sowas unglaublich gerne. Ich bin ja ein Winterkind, deswegen hatte die Geschichte da für mich auf jeden Fall schon 1000 Pluspunkte. Und zum Setting kann ich also nur sagen, richtig, richtig cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, der Schreibstil, wie immer als letztes, ich hatte es ja schon gesagt, ich finde, der Schreibstil ist locker, leicht, einfach gut verständlich. Man fliegt wirklich nur so durch die Seiten und ja, man kann das Buch wirklich sehr, sehr gut weglesen. Also man kann es quasi so wieder wegatmen, ne? Ihr wisst, was ich meine damit, mit diesem Ausdruck. Und es ist kein Buch, wo man ins Stottern kommt, wo man ins Stolpern kommt, sondern man kann es gut hintereinander weglesen. Ich denke, einige von euch könnten das sicherlich auch gut in einem Rutsch lesen. Mein Fazit zum dritten Teil der Rock und Love Me-Reihe von der lieben Niki ist, dass Zack jetzt für mich nicht der stärkste Band unbedingt der Reihe ist, denn die Geschichte ist auf ihre Art und Weise wirklich locker, leicht und einfach und relativ schlicht gehalten, aber sie bietet tolle Charaktere, ein wunderschönes Setting und ein wirklich, wie gesagt, lockeren, leichten, einfachen Schreibstil, sodass die Geschichte wirklich perfekt ist zum Runterkommen. Und ja, ich kann euch das Ganze wirklich nur empfehlen, wenn ihr solche Geschichten mögt, schaut euch das Ganze einfach mal an. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich für euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und zum Abschluss, liebe Niki, alles, alles Gute zum Geburtstag.